Der Moment, wenn du dort im Juckeli reinlaufst und die Wand siehst, vor allem Südkurve, wo so viele dort waren, das war natürlich unglaublich. Wir wussten, an diesem Tag können wir Meister werden, an diesem Tag können wir Geschichte schreiben. Und natürlich, in dem Moment kann man auch einen Kindheitstraum erfüllen. Und du bist mittendrin und stehst auf dem Platz, das ist natürlich unbeschreiblich. Es hat ja eine besondere Geschichte dahinter gehabt. Dass du dort ausgerechnet nochmal Meister wirst, die Challenge ist einfach, das zu meistern und vor allem erfolgreich. Für mich besonders war es natürlich, dass ich am Anfang nicht viel Spielzeit hatte, am Anfang der Saison. Mit der Zeit hat sich das etabliert, ist besser geworden. Ja, ich glaube, das Wichtigste in dieser Zeit ist einfach wissen, was eigentlich die Stärken von einem sind und wirklich an seine Qualitäten daran zu glauben und auch daran zu arbeiten in dieser Zeit und wissen eigentlich, irgendwann wird die Chance kommen, egal welcher Zeitpunkt. Und wenn du das bewusst bist, dann bist du auch bereit, wenn der Zeitpunkt da ist, auch wirklich zu leisten. Und in so Sachen, so Moment wächst man halt extrem und ich glaube, es tut einem auch wirklich gut. Nachdem schätze ich, glaube ich, auch so Moment viel, viel mehr, dass es dir gegeben hat. Und dann noch so mittendrin sein, vor allem im Endspurt, wo eigentlich die wichtigste Phase von der Saison ist, mittendrin sein und wirklich auch mitbeteiligt sein. Ja, das ist, ich glaube, besser kann man es sich gar nicht wünschen. Ja, und vor allem der Moment nach dem ersten Goal war eine Erleichterung. Und dann auf die Tribüne schaut, Fußball und zu meiner Familie aufgeschaut. Und der Moment auch so eine gewisse Dankbarkeit, und dass sie vor allem mich unterstützt haben. Und auch in den schweren Zeiten. Und da war der Moment so eine Erleichterung. So, danke vielmals, Papi, Mami, Brüder, danke Familie. Und ja, das war ein geiler Moment. Also der Moment kurz vor dem Schlusspfiff, du schaust raus, du schaust die Bank an, die sind schon am 4, die machen schon Party, du schaust die Südkurve, die war sowieso am Brennen. Der Moment von der Schiri, ich habe schon angeschaut, der hat schon die Pfeife in der Hand gehabt und du drehst dich einfach um. Du willst eigentlich nur zu den Fans, auch als Dankeschön, weil die sind so selber schon euphorisch, sind mir auch. Und du schaust auch, wie die Menschenmenge dich anrampelt quasi und alles von dir wegreissen will. Und du eigentlich am liebsten fast den Pfosten wegreissen willst. Also natürlich unbeschreiblich, unbeschreiblich. Also, man schaut einander in die Augen und das ist einfach nur Freude. Ja, also in dem Moment, wo du auch die Mannschaft und den Staff umarmst, und das ist wie so eine gewisse Dankbarkeit. Wirklich so, wie eine Familie entstanden ist. Sagen, hey, mein Gott, wir haben ein Jahr lang so vertraut und so miteinander geleistet. Das heißt, hey, danke dir und ich danke dir. Und in dem Moment vergisst du einfach alles drum und dran. Ich weiss noch, letztes Mal, wo der FC Meister geworden ist, ich bin jetzt 10 gewesen. Und jetzt natürlich 12 Jahre später, ich selber mittendrin auf dem Helvetia-Platz im Volkshaus der Tolle. Das gleiche Erlebnis, nur selber, das ist unglaublich. Unglaublich, wirklich, da fehlt mir eigentlich das Wort, dass überhaupt, ich mit 10 Jahren ausmalen und sagen, ja gut, irgendwann der Lindy steht dort oben, mit 22 wird auch selber Meister. Das hätte man sicher nicht ausmalen können, aber natürlich umso schöner jetzt.